Heidi, ho meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von G's Cooking Show und heute backen wir mal ein gesundes Dinkelbrot. Was man dafür braucht, zeige ich euch jetzt, da grabt ich mir mal die Kamera für. So Freunde, also wir brauchen einen halben Liter Wasser, 500 Gramm Dinkelmehl, eine Form, 150 Gramm Röstzwiebeln, ein bisschen Rapsöl, um die Form einzufetten, ein Würfel Hefe und etwas Salz. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und so können wir denn eigentlich schon anfangen. Ach ja, Leute, und nicht vergessen, den Ofen vorheizen. Auf 200 Grad Ober-Unterhitze und das ganze Ding braucht dann circa eine Stunde. Judy, jetzt fangen wir aber an, Freunde. Und los geht da, der Peter. Schöne Kastenform. Brauchen wir jetzt? Brauchen wir noch ein bisschen Öl? Kann man sich hier so ein bisschen Silber nehmen? Sich den Spaß und jetzt Silber. Das hier so, ja, schön die Form mit ein. Ja. So. Haben wir das auch. Und jetzt kommt die ganze Schlotze darin, meine Freunde. Machen wir so hier, ne? Okay. Den Rest müssen wir mal mit der Hand rausholen. Den Spaß hier jetzt drin. Muss man ein bisschen flach machen. Tippitoppi, soweit sind wir. Und jetzt wandert das Ding ab in den Ofen. Ofen, wie gesagt, auf 200 Grad vorheizen und eine Stunde, Freunde. Eine Stunde. So, dann wandert er da unten drin. Und zwischendurch zeige ich euch mal, wie es denn aussieht. Also bis später, Leute. So, meine Lieben, die Hälfte der Zeit ist vorbei. Ich mach mal kurz drauf, dann könnt ihr das mal genauer sehen. Beschlägt super. Yeah, beschlagenes Brot. Nee, aber so schaut's aus, Freunde. Jetzt sieht das ein bisschen besser. Und jetzt sieht das noch eine halbe Stunde weiter. Naja, 31 Minuten. Dann bis später. So, meine Lieben, jetzt ist es fertig. Da steht's Ende. Dann holen wir es mal raus und stellen auf den Balkon zum Abkühlen. Sieht ja auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden aus. Muss ich bloß mal gucken, wie ich das jetzt gegriffen kriege. Aha.
So, können wir das hier nochmal kurz betrachten. Auf jeden Fall ist sehr, sehr schön geworden, das Brot. Und dann schleppen wir das jetzt einfach mal rüber auf den Balkon. Ui. So, das Ganze muss jetzt noch abkühlen, bevor ihr es aus der Form rausholen könnt. Zack. Da steht das, da kühlt das aus. Freunde, und ja, schaltet gerne wieder ein bei G's Cooking Show. Bei der nächsten Folge. Oder guckt euch gerne eine alte Folge an, den Spaß verlinke ich denn da so. Oder halt generell den Kanal mal abonnieren oder allerhand Rap auschecken, wenn ihr wollt. Ne? Dann bis zur nächsten Folge und macht euch noch einen schönen Tag, Leute. Ne? Bis dann.